Bei der Handwerkskammer Koblenz ist jetzt der Startschuss für das Schaufenster West des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk gefallen. Der Schwerpunkt ist die Information und die Hilfestellung bei der Digitalisierung der Wirtschaft. Die neue Einrichtung mit ihrer Koblenzer Anlaufstelle unterstützt gezielt Handwerksunternehmen bei der Nutzung digitaler Technologien und der Optimierung innerbetrieblicher Abläufe. Das Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibniz-Universität Hannover, der Zentralverband des deutschen Handwerks sowie vier regionale Anlaufstellen, sogenannte Schaufensterpartner, werden ihre Erfahrungen und das über Jahre gewonnene Wissen im Bereich der Qualifizierung und Hilfestellung in das Zentrum einbringen. Die vier Schaufenster sind in Nord, Süd, Ost und West aufgeteilt. Letzteres eröffnete jetzt unter dem Dach der Handwerkskammer Koblenz und ist ab sofort im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation zu Hause. Die Entscheidung für den Standort Koblenz ist für Hauptgeschäftsführer Alexander Baden ein Ergebnis, auf das wir stolz sind. Herr Krause hat fast anderthalb Jahre in der Bundesrepublik für dieses Projekt missioniert. Wir haben alle Institute und alle Ministerien für dieses Projekt gewinnen können. Und am Ende war ich eigentlich sicher, dass wir eine der vier Kammern sein werden, die mit der Aufgabe betraut wird. Es sind jetzt noch drei andere Kammern in Deutschland. Aber ich denke, wir werden die Führungsrolle übernehmen. Es ist hervorragend, ein hervorragendes Ergebnis für die Kammer, weil der digitale Aufbruch, der dokumentiert wird dadurch, der auch die Betriebe erfassen soll, sicher eine Vorreiterrolle einnehmen wird in der wirtschaftlichen Entwicklung des Handwerks zu einem ganz modernen elektronischen Wirtschaftszweig. Das unterstreicht auch Juliette Melzo vom Bundeswirtschaftsministerium, die die Aufgabe der Zentren so beschreibt. Die große Aufgabe Digitalisierung ist nicht so simpel, wie sie sich in einem Wort anhört, sondern hat ganz, ganz viele Facetten. Die Betriebe müssen dort abgeholt werden, wo sie stehen. Aber wir haben ein Ziel vor Augen, nämlich, dass wir in Deutschland voranmarschieren wollen und die gesamte mittelständische Wirtschaft mitnehmen wollen in die digitalisierte Welt. Und da versprechen wir uns davon, dass das pragmatisch, praxisnah und mit den Unternehmen passiert in den Kammern. Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk ist Teil des Förderschwerpunkts Mittelstand Digital, Strategien zur digitalen Transformation der Unternehmensprozesse, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie initiiert wurde, um die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und im Handwerk voranzutreiben. Die Entscheidung für einen Stützpunkt in Koblenz ist dabei kein Zufall. Weil Koblenz von sich reden macht mit seiner tollen Handwerkskammer, die sehr gute Anschauungsmöglichkeiten hat und die auch schon vorher als E-Business-Lotse über 3 Jahre eine sehr gute Arbeit geleistet hat und gezeigt hat, also nicht unter anderem auch in Veranstaltungen, die hier mit Mittelstand Digital stattgefunden haben, was hier alles möglich ist und einfach einen richtig guten Namen hat. Welche Schwerpunkte die Koblenzer Experten bearbeiten werden, erklärt Zentrumsleiter Christoph Krause. Das Schaufenster West ist ja ein Verbund des Kompetenzzentrums für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation. Wir kümmern uns um die Digitalisierung der Unternehmen. Im Speziellen schauen wir uns an die digitalen Prozesse in einem Unternehmen. Die Geschäftsprozesse, wie komme ich zu einem Angebot, wie kann ich online ein Angebot bereitstellen, wie kann ich Terminbuchung machen. Das sind ja alles Prozesse in einem Handwerksunternehmen. Die schauen wir uns an und entwickeln die digital im Handwerk weiter. Dabei ist die Ausgangssituation im Handwerk nicht schlecht. Denn es gibt eine ganze Reihe von Betrieben, die bereits über digitale Erfahrungen verfügen. Und beim neuen Kompetenzzentrum auch Vorstellungen, wie Unternehmen ohne entsprechendes Know-how beim digitalen Wandel begleitet werden können. Es gibt in den Handwerksbetrieben sicher Betriebe, von denen man was lernen kann, heute schon, die auf diesem digitalen Gebiet Leuchttürme sind. Es gibt eine große Mittelklasse, die digitale Grundwerte und Grundsätze schon haben. Und es gibt einen weiteren Bereich, der von uns auf dieses Niveau mindestens hin geführt werden muss, indem wir Lehrpläne machen, Fortbildungsveranstaltungen machen und die Leute beraten, damit sie sich auf diesem Gebiet weiterentwickeln. Da wird die Aufgabe liegen. Und ich denke, das ist auch der Wunsch des Ministeriums, dass wir uns in diesem Bereich für die Betriebe einsetzen. Mit der Auftaktveranstaltung in Koblenz wurden die Weichen gestellt. Nun geht es in die Praxis, für die Digitalexperten wie auch für die Handwerksbetriebe. Auf dem Weg zum Meister, das ist das Motto von Jörg Konrad.
Doch der Bäcker setzt es nicht nur handwerklich um, sondern auch musikalisch. Im Meistervorbereitungskurs der Handwerkskammer Koblenz stellte Konrad jüngst seinen neuesten Rap vor. Seit seinem 16. Lebensjahr schreibt und komponiert er. Dabei greift er alltägliche Geschehnisse auf und verarbeitet sie musikalisch. Ich schreibe persönlich selber immer die Dinge, die einen am meisten beschäftigen oder die Lebensphase, die man gerade durchmacht, die Gedanken, die man hat. Also man könnte sagen, fast wie ein Tagebuch, ja, schon richtig. Die Idee für den aktuellen Song kam ihm zwischen Meisterschulbank und Arbeit im Betrieb. Ein Künstler schreibt über das, was einen so halt beschäftigt, sagt man. So war es auch in dem Fall gewesen. Ich kam ins Studio mit dem Kumpel zusammen und dann haben wir überlegt, welches Projekt wir starten. Und das kam dann gehuppt wie duppt, oder wie sagt man. Und dann fing es auch schon an, mit dem Beat zu machen. Ich sagte, das und das schwirrt mir im Kopf rum. Wir schreiben einen Song darüber, weil man ist nachts viel am Arbeiten, abends an dem Handwerkskurs. Und dann hat man eigentlich nur noch dieses Bäckerhandwerk im Kopf. Und dann schreibt man darüber. Und innerhalb von einer Woche ist dann der Song fertig. Und wurde dann hier in der Handwerkskammer gezeigt, zufällig. Und zwei Tage später auch schon das Telefon geklingelt, ob ich den Song live auf der Meisterfeier performen könnte. Hab's dann gemacht und daraus entstand dann auch das Video. Als Konji hat sich Jörg Konrad in der Rapper-Szene bereits einen Namen gemacht. Doch nicht nur als Musiker hat er eine deutliche Nachricht. Auch der Handwerker äußert eine klare Botschaft. Ja zum Meisterbrief und nein zur Deregulierung. Was er mit dem Meisterbrief plant, weiß er ebenfalls schon ganz genau. Die Pläne sind da, ja, weil ich arbeite schon als stellvertretender Backstubenleiter in einem großen Konzern. Wenn der Meisterbrief bestanden ist, ist die Position auch sicher und man kann halt über eine Leitung von einer eigenen Backstube dann sprechen in den nächsten ein, zwei Jahren. Der nun vorgestellte Videoclip ist in einer Zusammenarbeit mit dem Bäcker bei der Handwerkskammer Koblenz entstanden. Die Umsetzung verantwortete Max Molkentin, selbstständiger Mediengestalter aus Koblenz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn nicht nur inhaltlich verbindet sich mit dem Rap eine starke handwerkliche Botschaft. Auch filmisch ist ein professioneller Auftritt gelungen, der sicherlich seine Fans finden wird. Zwei Jahre Teilzeit, Blut und Schweiß. Ein Schritt Richtung Zukunft mit Mut und Fleiß. Ab in die Booth ans Mike, immer weiter und weiter. Kein Aufgeben, kein Rückzug, kein Scheitern. Schritt für Schritt über die Karriereleiter. Eins nach dem anderen, denn Übung macht den Meister. AWK Koblenz, Koblenz. Auf dem Weg zum Titel, das letzte Kapitel. Meister, 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 Meister. Das Leben ist ein Spiel und der Weg ist das Ziel. Wir sind Bäcker, Bäcker, Bäcker. Auf dem Weg zum Titel, das letzte Kapitel, Meister, Meister, Meister. Ein Schritt, der sich lohnt, nie wieder Mindestlohn. Oh, yeah. Zur Premiere im Zentrum für Ernährung und Gesundheit gab es große Komplimente. Auch durch die, die im Meistervorbereitungskurs in die Fußstapfen von Jörg Konrad treten und nun den gleichen Weg einschlagen. Und natürlich hat der angehende Bäckermeister für seine jungen Kollegen einen Tipp in Sachen Meisterkurs. Dass sie gleich Kindvater bekommen werden, wenn der Herr Schärfer erstmal sagt, was alles auf sie zukommt, was sie praktisch alles leisten müssen, was von ihnen erwartet wird. Hört sich im ersten Moment sehr viel an, ist auch nicht einfach, man kriegt es nicht geschenkt, aber alles machbar, weil man wird hier sehr gut darauf vorbereitet. Seinen nächsten großen Auftritt wird Rapper Konji auf der Meisterfeier am 16. April haben. Noch als Musiker, nächstes Jahr dann hoffentlich als Jungmeister. Für die anstehende Meisterprüfung wünschen wir viel Erfolg und sagen ja zum Meister Konrad.